Und heute geht es um die Technik. Wir verbauen nicht die Technik, nur der Technik willen. Es geht immer darum, was die Technik für euch tun kann. Nur gut aussehen reicht nicht. Es muss auch funktionieren. Papa, du warst immer ein Garant in der Vergangenheit durch deine Erfahrung und deine Begeisterung für den Segelsport, für tolle Produkte der Marke Sunbeam. Warum wird auch die Sunbeam 32.1 ein tolles Produkt werden? Ja, die Sunbeam 32 ist ein spannendes und völlig neues Produkt. Zum Beispiel aus technischer Sicht sind das die verschiedenen Kiel-Varianten. Neben der Normal- und Kurzkiel-Variante werden wir auch eine Kim-Kiel-Variante anbieten. Der Vorteil der Kim-Kiel-Variante ist ein problemloses Trockenfallen. In Verbindung mit den doppelten Ruderblättern steht das Boot auch, wenn es trocken gefallen ist, einwandfrei in geradem Zustand. Es kann weder nach vorne noch zur Seite kippen. Bei unserer Sunbeam 32.1 haben wir uns ja für einen Doppelsteuerstand entschieden. Aber was genau waren denn die Gründe dafür? Es erweitert den Durchgangsbereich in der Blicht. Also man kann dann neben dem Blichttisch problemlos vorbeigehen. Ich habe einwandfreien Blick in das Vorlick der Genua und ich habe auch einwandfreien Blick nach vorne während des Segelns. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Zudem haben wir großes Augenmerk auf die Cockpit-Ergonomie gelegt, zum Beispiel die Schräge der Sitzlehnen, die Länge der Sitztuchten und die Höhe der Lehnen, damit man auch Schutz bei schlechtem Wetter findet. Die Yacht verfügt über enorme Kentersicherheit und wesentlich höhere Stabilitätswerte, da die Yacht nicht nur auf Binnengewässern Spaß machen sollte, sondern auch bei der sicheren Nutzung am Meer. Zum allerersten Mal verwenden wir statt der konventionellen Bordelektrik ein neues Bussystem. Michael, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was die wesentlichen Vorteile dieses neuen Systems für den Anwender sind. Also durch das Seasound-System bringen wir diesen Uhrenladen in der Navi-Ecke weg. Wir können sämtliche Parameter des elektrischen Systems, aber auch sämtliche Schaltfunktionen auf ein Customized Display geben. Somit reduzieren wir die Anzahl der Displays auf ein einziges. Smart Sunbeam, was heißt das und was spielt dieses Gerät dabei für eine Rolle? Smart Sunbeam bietet eine einfache und übersichtliche Steuerung und Monitoring der Sunbeam 32.1 am Handy. Sogar die ambiente Beleuchtung. Ja, mit der App kann ich zum Beispiel schon zum Mittag den Kühlschrank an Bord aktivieren, damit ich dann, wenn ich am Abend mit der Sunbeam ausfahre, bereits frisch gekühlte Getränke vorfinde. Für den Elektroantrieb verwenden wir Lithium-Ionen-Technologie. Welche Vorteile bietet denn diese Technik im Vergleich zu bleibasierten Batterien? Eine massive Platz- und Gewichtsreduktion, schnelles und effizientes Laden und im Vergleich zu Bleibatterien eine dreifach höhere Lebensdauer. Ja, ich bin der Florian Rauderschl, bin seit 25 Jahren Segelmacher und sehr, sehr leidenschaftlicher Segler. Meistens Regattasegler, aber immer mehr auch Fahrtensegler. Du warst ja selbst bei den Olympischen Spielen. Inwiefern profitieren denn die Sunbeam-Segler von deinem Know-how, das du aus der Regatta-Szene und aus deiner Olympia-Kampagne mitgenommen hast? Ja, wir sind natürlich schon wirklich Regatta-Freaks und haben einen hohen Anspruch an die Segel. Wir wollen unbedingt, dass der Otto-Normalverbraucher Segler wirklich die besten Segel kriegt. Er soll die Möglichkeit haben, wenn er will und wenn er es kann, wenn er die Crew dafür hat, dass er auch mit seiner Sunbeam eine Clubregatta gewinnt. Die Segel sind einfach zu bedienen, sie twisten, sie arbeiten hervorragend in der Welle. Man muss nicht so viel reffen, es sind so viele Vorteile, die man eigentlich aus dieser Technologie umsetzen kann. Also neben der Performance, welche weiteren Vorteile hat denn der Sunbeam-Segler noch? Ja, natürlich sollen die Segel langlebig sein, sollen einfach zu bedienen sein. Gleichzeitig ist uns aber ganz wichtig, dass die Segler optisch attraktiv sind. Dann geht es einfach darum, dass man den nächsten Schritt macht, dass man das Segel triradial schneidet und mit einem grauen Tuch nimmt, was sehr lässig ausschaut. Und dann, dass man auch eine Top-Variante an den Regattasegler oder performanceorientierten Segler hat und das in schwarz anbietet, was sehr sportlich und attraktiv ausschauen wird.
Wenn ihr ein neues Segel designt, wie sieht denn der Prozess genau aus? Der Ablauf ist so, dass wir die Informationen sammeln, die wir von euch als Werft bekommen, uns dann anschauen, wo wird gesegelt, in welchen Revieren wird gesegelt, wie verhält sich das Material, was verwenden wir und was können wir daraus machen. Und dann ist es eigentlich ein sehr komplexer Ablauf, wie das Segel designt wird. Ihr habt da verschiedene Parameter, die ich verändern kann. Das ist Profiltiefe, Vorlegsondung, Verarbeitung, wie die Bahnen auslege. Und das Ganze versuchen wir es optimal auszunutzen und darum ein Segel im Idealfall herzustellen, das den maximalen Vortrieb, aber wenig Druck erzeugt. So versuchen wir eigentlich, dass wir Performance und Handling ideal miteinander verbinden. Im nächsten Video geht es um smarte Lösungen, Innovationen und das Thema Nachhaltigkeit.